Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zur Alpari Devisenbörse. Wir werfen nun wieder einen Blick auf die jüngsten Entwicklungen der internationalen Devisenmärkte und schauen natürlich auch auf die Charttechnik der wichtigsten und der interessantesten Währungspaare. Und unser Experte hierzu ist Jörg Roman, Chefanalyst bei Alpari. Ja, Herr Roman, US-Präsident Barack Obama hat Janet Yellen als neue Chefin der US-Notenbank nominiert. Was könnte man denn unter ihrer Ägide erwarten? Sie wird ja als Taube bezeichnet, also als Befürworterin der ultralockeren Geldpolitik. Ja, also in erster Linie einmal Kontinuität in der Geldpolitik. Sie ist ja nicht nur Befürworterin der ultralockeren Geldpolitik, sie ist ja die eigentliche Architektin dahinter. Also wenn wir noch mal einen Blick zurückwerfen, nach der geplatzten Dotcom-Blase im Jahr 2000, war sie es eigentlich, die maßgeblich den damaligen US-Notenbankchef Alan Greenspan beeinflusst hat, diese aggressive Niedrigzinspolitik zu betreiben, die natürlich letztendlich in der US-Hauspreisblase mündete. Auch während der Finanzkrise war sie maßgeblich beteiligt mit Ben Bernanke, Quantitative Easing zu starten und auch die Folgeprogramme, wie auch das QE3-Programm, das wir jetzt aktuell noch sehen. Das bedeutet aus meiner Sicht, wir werden weiterhin eine sehr ultralockere Geldpolitik sehen, weitaus länger, als das die meisten Marktteilnehmer zurzeit annehmen werden, höchstwahrscheinlich. Und für dieses Jahr sollte man durchaus beachten, dass sie zwar erst im Januar 2014 offiziell ihr Amt antreten wird, aber höchstwahrscheinlich bestimmt sie jetzt schon die Geldpolitik. Und das bedeutet aus meiner Sicht oder beziehungsweise vor diesem Hintergrund, dass wir eine Reduzierung des QE3-Programms auch vor dem schwelenden US-Haushaltsstreit dieses Jahr nicht mehr sehen werden. Ja, den US-Haushaltsstreit haben Sie gerade schon angesprochen. In den USA sorgt weiterhin für Unsicherheit. Was machen denn Dollar und Euro daraus? Nee, also wir müssen zunächst einmal festhalten, die Marktteilnehmer haben also sehr verschnupft darauf reagiert. Die US-Aktienmärkte fallen eigentlich fast ununterbrochen. Und sie drängen natürlich darauf, dass hier eine Lösung gefunden wird zwischen den beiden Parteien. Man übt Druck aus, ne, an dieser Stelle. Mittlerweile hat dieses Druckausüben auch ein wenig Erfolg. Man kann also Gesprächsbereitschaft von beiden Parteien feststellen. Und mittlerweile wird darüber diskutiert, dass man sich zunächst einmal auf eine kurzfristige Anhebung der Schuldenobergrenze für die nächsten 4 bis 6 Wochen einigen könnte, um dann eine umfassende Lösung zu finden. Das hat ein wenig den Druck vom Dollar genommen. Der konnte also ein bisschen aufwerten gegenüber den anderen Währungspaaren. Gleichzeitig können wir aber auch im Aktienmarkt erkennen, die Risikobereitschaft, die ist zurückgekommen. Und das stärkt natürlich eine Risikoanlageklasse, die etwas, naja, risikoreicher behaftet ist als der US-Dollar. Das ist der Euro. Das heißt, wir haben hier eine gewisse Pattsituation zwischen den beiden Währungen beziehungsweise in diesem Währungspaar. Und das bedeutet aus meiner Sicht, dass dieser richtungslose Handel, den wir aktuell in den letzten paar Tagen erkennen können, höchstwahrscheinlich noch ein bisschen weitergeht, bis wir dann wirklich konkrete Maßnahmen auch erkennen können. Wie gestaltet sich diese Pattsituation zwischen Euro und Dollar denn jetzt ganz explizit im Chart? Ja, also wir wissen ja vom Chart, wir haben diese große Dreiecksformation, die sich über die letzten Monate hinaus ausgebildet hat, nach oben verlassen. Das ist hier markiert durch die beiden roten Linien. Da gab es einen Durchbruch nach oben und wir sind zuerst mal dynamisch angestiegen. Danach kam es klassischerweise zu einer Art Konsolidierungsformation. Das ist hier markiert durch die beiden grünen Linien. Diese Formation wurde dann auch regelkonform nach oben aufgelöst. Bis an die Marke von 1,3646 sind wir da herangestoßen. Das ist also die untere gestrichelte blaue Linie. Und dann ist etwas passiert, was eigentlich nicht mehr hätte passieren dürfen. Wir sind wieder zurückgefallen in diese ursprüngliche Konsolidierungsformation. Und das ist zunächst einmal ein Fehlausbruch. Und der dämpft natürlich die Aufwärtsambitionen an dieser Stelle. Ich gehe davon aus, dass wir hier eher jetzt nochmal mit einer Konsolidierungsschleife rechnen müssen. Ein prozyklisches Kaufsignal würde an dieser Stelle auch erst entstehen, wenn wir diesen letzten Pivotpunkt bei 1,3646 herausnehmen. Dann würde es wahrscheinlich wieder in Richtung Jahreshoch bei 1,3711 gehen. Und unterstützt sind wir eigentlich auch recht gut bei 1,3450 und danach bei 1,3416. Also zunächst einmal eher seitwärts. In Großbritannien, da gab es in dieser Woche wichtige Wirtschaftsdaten. Das Pfund, das hat davon aber bislang wenig profitiert. Woran liegt das? Ja, man muss festhalten, also wir haben recht gute Wirtschaftsdaten aus dem Hausbaumarkt gesehen. Aber die anderen Wirtschaftssektoren aus der Industrie oder aus dem Handel, die haben in den letzten beiden Wochen doch sehr stark nachgegeben. Also beispielhaft wäre die Industrieproduktion für den August. Da haben wir sozusagen einen Rückgang gesehen von 1,1%. Die meisten Analysten hatten hier eigentlich mit einer Zunahme, also Expansion gerechnet. Wenn man jetzt noch hinzieht, dass wir eigentlich Tiefstände hatten im Pfund im Februar, im März und danach sind wir sehr, sehr stark angestiegen durch einen signifikanten Hebel, nämlich die Geldpolitik. Da kam ja die Forward Guidance der Bank of England dem Pfund sozusagen zur Hilfe. Man hat ja angenommen oder man hat zumindest vorgegeben den Marktteilnehmern, dass die ultralockere Geldpolitik ab 7% Arbeitslosenquote zurückgefahren wird, dass man also hier wieder mit Leitzinsanhebungen rechnen muss. Die
meisten Marktteilnehmer sind aufgrund dieser besseren Wirtschaftsdaten damals, muss man sagen, oder in den letzten Monaten darauf angesprungen und haben dann verstärkt Pfund gekauft, weil sie angenommen haben, man würde das schneller erreichen, als die Projektionen der Bank of England das eigentlich vorhergesagt haben. Das heißt, es kam zu einer self-fulfilling prophecy, das Pfund ist sehr, sehr stark angestiegen und jetzt haben wir natürlich schwächere Wirtschaftsdaten und jetzt wird diese Annahme der Marktteilnehmer wieder in Frage gestellt. Es kommt also jetzt zu Verkäufen und aus meiner Sicht, muss ich sagen, ist das Pfund dieses Jahr sehr, sehr weit gelaufen. Ich nehme an, dass wir jetzt zumindest eine Konsolidierung sehen werden, wenn nicht sogar nochmal eine neue Schwächephase einläuten. Ja, das wollen wir natürlich auch charttechnisch nochmal ganz genau beleuchten. Wie sieht das denn jetzt aus bei Euro und Pfund? Ja, das ist jetzt nur ein Beispiel von einigen Währungspaaren. Im britischen Pfund, US-Dollar, sieht es auch eher nach Konsolidierung aus. In dem Fall sind wir eigentlich in einer sehr, sehr breiten Seitwärtsphase gewesen. Seit Februar bis in den September hinein zwischen 0,84 und 0,8770. Und haben dann im September diese Seitwärtsphase nach unten aufgelöst. Das heißt, wir haben diese rote Linie bei 0,84 nach unten verletzt. Und es kam zu einem Verkaufssignal. De facto wurde hier ein großes Doppeltop abgeschlossen. Es ist dann aber nur zu einem Abverkauf bis in den Bereich von 0,3850 gekommen. Das ist diese untere grüne Linie. Und seitdem haben wir eigentlich eine dynamische Aufwärtsbewegung in den letzten beiden Wochen zu beobachten. Und damit wurde auch diese Nackenlinie zurückerobert. Das heißt, hier ist ein Fehlausbruch entstanden und das gibt natürlich den Bullen noch einmal Rückenwind. Gleichzeitig konnten wir gestern beobachten, der letzte Pivotpunkt bei 0,8477 ist herausgenommen worden. Damit haben wir einen kleinen W-Boden abgeschlossen. Und das bedeutet wieder ein Kaufsignal mit einem Kursziel bis in den Bereich von 0,8580. Sollte das jetzt also nicht nochmal verletzt werden, diese Nackenlinie, sprich die obere grüne Linie, dann hätte also diese Erholungsbewegung weiter Raum und die nächsten Widerstände, die wären dann also bei 0,8490 und 0,8510 angesiedelt. Dann sage ich ganz herzlichen Dank, Herr Grohmann, für Ihre Einschätzungen und bis zum nächsten Mal dann. Dankeschön. Tschüss. Jetzt sind wir auch schon wieder am Ende der Alpari Devisenbörse. Wir legen eine ganz kleine Pause ein. Am 8. November melden wir uns dann mit einer neuen Staffel zurück. Und bis dahin können Sie natürlich alle bisherigen Sendungen nochmal online anschauen unter drf.fm. Ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn Sie dann in 3 Wochen ungefähr wieder mit dabei sind. Machen Sie es gut. Auf Wiedersehen.